Freunde, willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir waren ja eigentlich letztes Mal sehr aktiv. Also, wir haben ja da die Satelliten runtergeholt. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ich glaube, die mögen uns gar nicht mehr. Manchmal haben wir einen ihrer Agenten getötet. Warum führen sie Geheimdienste in meiner Stadt durch? Es tut mir so leid, es wird nicht wieder vorkommen. Natürlich wird es vorkommen. Ich bin froh, dass sie es das bereit lernen, diese Spionage zu unterlassen. Natürlich machen wir es nicht. Gerade wo wir beim Thema sind, da gibt es natürlich hat seine Hauptstadt. Oh, was ist denn hier los? Hat die ursprüngliche Hauptstadt verloren. Und Diplomatie, was ist denn da los? Ja, ich bin aber immer noch zum Glück in Führung. Ich wollte jetzt eigentlich den auf Geheimoperationen. Ach, guck mal, ich habe jetzt. Oh. Sehr schön. Ich habe nämlich noch mal zwei dazu bekommen. Die werde ich jetzt gleich auf jeden Fall einsetzen. So. Jimbobo. Wo ist denn Jimbobo? Gehen wir mal dahin. Ne, Prosperity. Gehen wir mal nach Prosperity. Zuweisen. Mache ich da auf jeden Fall Schadstreich. Und zuweisen. Die nächste. Gran Exito 5. Das ist sie doch. Zuweisen. Okay. Ja, dann werden wir natürlich jetzt richtig böse sein. Hans Konvoi, wie sieht's aus? Was bringt mir jetzt am meisten? Ich brauche eigentlich wieder Geld, ne? Okay, eigentlich passt es wieder. Aber Produktion hier Nahrung, nie mehr gegangen, Ren. Was haben wir hier? Auch wieder ein Handelskonvoi. Schauen wir mal. Okay, guck mal hier. Nehmen auch wieder Gongring. Hier haben wir das Handelsschiff. Das war eigentlich das vorherige. Nehmen wir ganz weg. Position bilden. Aber hier haben wir auch wieder einen Handelskonvoi. Ich versuche natürlich mal, dass es jetzt auch mal alles so ein bisschen bei mir bleibt. Ich habe schon, glaube ich, irgendwo noch einen Bautrupp, Bautrupp, Bautrupp. Hier Einheiten im Gesicht wieder. Dass ich die eine wieder finden kann. Bautrupp, Bautrupp, Bautrupp. Handelskonvoi. So, den haben wir natürlich hier zum Ausruhen. Gucken wir mal, was wir mit denen noch machen können. Keine Handelsweg. Die letzte ist voll. Wow, ich muss erstmal eine kaufen. So. Kauf. Ganz, ganz wichtig, erstmal das Handelslager kaufen. Das ist A und O. Dann auf jeden Fall nochmal hier ein Handelskonvoi. So, jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt haben wir nicht zwei Handelswege nochmal separat zur Verfügung. Okay, sind Sie sicher? Ja, bin ich. Produktion wählen. Was haben wir hier? Das ist jetzt, genau, das ist der Kongreng. Alles klar. Wetterkontrolleinheit, achso, da haben wir das auch natürlich. Laserkom-Satellit. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine ganz gute. Genau, auf den Gelände, die Ihnen gehört. Generiert während Ihrer Löschung grundlegende Ressourcen auf nicht modernisierten Geländefelder. Alles klar. Aber guck mal hier, die können ja auch schon gleich richtig. Also, die kann auf jeden Fall schon mal richtig loslegen, die Stadt. So, zur Liste hinzufügen: Klinik. Alienreservat, Automatikfabrik, Gengarten, Genschmelze. So. Nächste Runde. Wir haben Ihre Meldung gegen unsere Partnerstation bemerkt. Wir möchten, dass Sie aufhören. Wollen Sie bleiben und stellen die Mission gegen den Partner ein? Ich weiß zwar nicht, und so, was ich gemacht habe, aber okay. Ach, guck mal, die fliegen hier alle rüber. Prospektiv versuche ich auf jeden Fall jetzt einzunehmen.
mit Agenten. Das wird wahrscheinlich eine Kriegserklärung hinter sich führen. Transzendente Gleichung von Samta war abgeschlossen. Wie wollen Sie? Ich wollte eigentlich gar nichts machen, aber okay. Ja, gleich haben wir nämlich die erste Wertstufe voll. Bautrupps, Bautrupps. Und hier haben wir auf jeden Fall den nächsten Kolonisten. Hier ist so. Oh, Belagerungswurm. Wir brauchen keinen. Achso, jetzt ist dann weggeklickt, aber egal. Endspike geil. Ja, gehen wir dahin. Lass mich da angreifen. Hans Konvoi, sehr schön. Sind Sie sicher? Ja, bin ich. Wenn nichts Hans Konvoi, ich auch gleich wieder los. Tiagong, ja. Gut. Geheime Operation. Prosperity, auf jeden Fall überall jetzt erstmal das Netzwerk einrichten. Chufang, genau, also Prosperity und Gran Exito. Sehr schön. Jetzt sage ich schon wieder sehr schön. Was wollten wir denn jetzt machen? Genau, Fabrikation, das wollten wir machen. Um dann die Mech-Bahn zu bauen. Dann schaffen wir das ein bisschen so, die Städte miteinander zu verbinden. Weil das haben wir, glaube ich, irgendwie noch gar nicht gemacht. Natürlich jetzt eine sauteure Angelegenheit, denn nur die zwei gehören zusammen. Das ist ein Nest, ne? Okay. Na, was los? Australien, verdammt das kapitanische Protektorat öffentlich und hat die ganze Welt gewarnt, dass man ihnen nicht trauen darf. Okay. Dann wieder angreifen. Und was sind jetzt hier? Okay, sonst haben sie verschiedene Güter und Luxusgüter gefunden, von denen ihre Leute nicht mehr geglaubt haben. Sie massiv bilden. Da steigen sie damals und Fokus auf die Kultur. Das heißt, ich habe schon wieder einen neuen Wert. So, jetzt haben wir nämlich den einen Wert schon mal hier voll. Bis zur nächsten Synergie. Yo, mehr Reichtum als du dir vorstellen kannst. Sehr schön. Siedler Clans, alles klar, sehr gut. Was haben wir denn hier? Operation Willen. Energie abschöpfen. Operation abwählen. Energie abschöpfen. So, Produktion wählen. Handelsschiff haben wir auch wieder hier. Qiagong. So, das gibt aber mehr, glaube ich. Und durch das. Hans Konvoi. Nitian. Ein Kolonisten. Okay, wo schicken wir den denn hin? Wo haben wir noch Platz? Wo geht es denn noch? Den einen haben wir jetzt dahin geschickt. Dann schicken wir den dahin. Aber ich glaube, das ist nicht so clever, oder? Wenn da jetzt die ganzen Würmer sind. Raubkäfer, Käfer, fremdartig. Belagerungswurm, fremdartig. Ja, dann machen wir es nämlich ganz einfach. Dann nehmen wir hier eine Sprache mit. Und den Lancier. Und den nächsten Bestrafer schicken wir nämlich auch hier hin.
So, und dann gucken wir mal, das war auf jeden Fall Sentinel, komm. Alle dahin. Sentinel auf jeden Fall hier auch hin. Ja, jetzt muss ich die Stadt wieder aufbauen. Kev-Wiege. Da haben wir wieder ein Wunder. Massetreiber. Tiefenkammer. Ja, ich will erstmal, glaube ich, das Wunder haben. Gut, und dann auf jeden Fall nochmal zwei. Bordrupps. Nächste Runde geht's weiter. Na komm. Ich könnte dann aber, glaube ich, auch meine Städte oder so denn hier diese Liga positionieren. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen besser. Aber ich bin eigentlich militärisch sehr, sehr gut aufgestellt. Denken wir mal gerade eben so ein. Ich habe sehr, sehr schlagkräftige Einheiten auf jeden Fall. Zwar jetzt noch nicht so die stärksten überhaupt, aber schon sehr, sehr, sehr schlagkräftige. Oh, 59 Gesundheit. Hier auf jeden Fall was. Guck mal, da sind sogar schon Harmonieeinheiten. Da kämpfen sich Harmonie gegen Harmonie, okay. Da. Hier ist etwas, das Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Okay. Agent unentdeckt. Also, dann haben wir mal wieder hier was. Bordrupp. Modernisierung bauen. Handelsschiff. Geschäfte nachgehen. Also, ich habe hier 75 Minus und so. Das heißt, ich muss erstmal wieder den Außenhandel stärken. Ja. Aber egal. Also, nächste Runde. Nee, wollte ich jetzt eigentlich noch nicht machen. Was haben wir hier? Esbergo-Renn gesichtet. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall hier wieder. Ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Der Bestrafer kommt hier hin. Kann ich dann nämlich mehrmals bombardieren und kann die auch hochskillen. So, wir haben Agent. Was haben wir los? Ja, was haben wir? Da. Leicht, leicht. Also kannst du weiterhin Energie klauen. Ich hab das schon wieder einen Agenten zuweisen. Was machen wir hier? Fidele, ne? Das ist die hier. Ja, zuweisen. Ja, geht auf jeden Fall mal ab. Also geheime Operationen haben wir jetzt genügend am Laufen. So. Ja, wirklich endloser Wohlstand, aber hier. Ja, ich habe immer noch. Immer hier dieses Geldproblem. Ausschaffung von Gütern und reiche zwischen den Kolonien beschützen wir diese Lokative, aber nicht bauen wir es auf. Also, ich muss dann wirklich auch gucken. Kann ich hier noch. As Adam Smith said, trade is the lifeblood of nations. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ja, sorry. Weil ich mal wieder nur geguckt habe. Na, da ist der Bautrupp. Und jetzt habe ich. Eine nützliche Heuristik zur Bestimmung von Metakognition ist die Frage. Ja, okay, jetzt habe ich schon wieder weggeklickt, aber egal. Modernisierung bauen. Forschung wählen. Jetzt habe ich hier die Fabrikation und öffentliche Strukturen, genau. Also, Holomatrix. Dann bauen wir mal das. Können wir auf jeden Fall hier auch mal die Bahn bauen. Ich will mal gucken, so dass ich jetzt auch wirklich dann Wunder. Und soll ich mal vielleicht
Wetterkontrolleinheit. Eigentlich brauche ich nur, wie gesagt, halt die Sonnenkollektoren, Wächter, Flugzeugträger. Ich kann mal Flugzeugträger bauen. Also das ist keine Fähigkeiten, die dann als Basis für Abschussoperationen von Lufteinheiten. Dann würde ich mir fast sagen. Industrielle Entwicklung, agrarwissenschaftliche. Der Bus wurde in dieser Stadt in Energie umgewandelt. So, das ist mir, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen wichtiger. Und was haben wir hier? Legierungsschmelze. Und Käfige. Ja, ich könnte, glaube ich, hier noch richtig fett Sachen bauen, aber das würde mir jetzt eigentlich gar nichts bringen, weil ich sonst hier ein Geldproblem habe. So, was wollen wir? Energie abschöpfen. Achso, nee, warte mal. Nee, okay. Ja, machen wir Energie abschöpfen, klingt gut. So, einer benötigt Befehle. Handelskonvoi, Handelsweg errichten. Ja. Okay, doch nicht. Habe ich doch einfach schnell weitergeklickt, als ich machen wollte. Oh, guck mal, wie viele. Das ist auf jeden Fall hier irgendwo ein Nest. Es geht hier gar nicht. Ich muss einfach mal gucken und so, dass ich denn hier den Raubkäfer nämlich auf jeden Fall gut verschanze. Muss auch aufpassen wegen dem Yamisma. Handschiff. Lancier. Endlich bei Gehäuse gesichtet. So. Ja, ich kann jetzt nicht so viel dagegen machen, jetzt gegen das eine Alien-Nest. So. Okay. Ah, okay, alles klar. Das versuche ich jetzt natürlich ein bisschen auszuräuchern. Erkunder, Erkunder. Wo sind wir jetzt von Siedler Lancier? Wo zieht der denn eigentlich hin? Das ist jetzt mal die andere doofe Frage. Genau, ich glaube eigentlich hier. Oder? Nee, dahin, genau, alles klar, ah, egal. So, Produktion wählen, machen wir hier weiter. Thoriumreaktor, klingt schon mal sehr gut. Zulässig hinzufügen. Zivilmesse, Wasserraffinerie, Verteidigungsring. Einfach mal so kreuz und quer durchgeklickt. Und was haben wir denn hier? Klonfabrik. Wieso? Wasserquelle von Zedomasse. Okay, hast du alles nicht. Dann würde ich einfach mal sagen, Handelskonvoi. Jetzt brauchst du zwei Handelskonvois und... zwei Handelsschiffe. Jo, das klingt nach einem guten Plan. Verbesserung verfügbar für die nächste. Oh, guck mal hier, Flugzeugträger, Bastion. Vorteil wählen, machen wir natürlich auch. Was haben wir hier? Was ist das für einer? Und was ist das? Für stationierte plus 20 für stationierte Luftlandeangriff, Angriff plus stationierte Luftlandeangriff bei Verteidigung. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Sehr schön. Gut. Nächste Runde. Was haben wir hier im Bestrafer? Okay, alles klar. Der Lancier geht auf jeden Fall hier an Land. Hier finden wir dahin.
Genauso wie dieser Bestrafer. Du musst jetzt auf jeden Fall mal hier das Nest ausräuchern. Das ist jetzt das A und O. Ja, ja, dafür werde ich schon bald bezahlen. Ich weiß gar nicht, was sie alle für ein Problem haben. Bitte warten. Und die bashen sich da hier volle Kanne. Und da Harmonie gegen Harmonie. Jetzt sehen wir auch schon teilweise auch so von den Gebäuden her, die Ausprägung. Ich könnte eigentlich auch mal mein Schiff noch herziehen, wenn jetzt nehme ich das immer ein. Weiß jetzt zwar nicht, wo das ist. Aber ich kann es auf jeden Fall mal probieren, ne? Technologie gestohlen, Agent gegeben. Wurde aber. Okay, gut. Hans Konvoi. Was haben wir hier? Haben wir irgendwo noch Handelsplätze frei? Nee, haben wir im Moment nicht. Als Übersicht. Dann würde ich einfach mal sagen: erstmal ausruhen. Bestrafer. Verschanzen, okay. Geheimoperation, was haben wir denn hier? Operation auswählen. Poco, wo ist ein Poco? Magan. Ist hier. So, und wählen können wir auf jeden Fall mal hier im Technologie stehen. Aber sonst haben wir was offen? Nee, haben wir nicht. Okay, gut. Machen wir weiter. Handelsschiff. Gut, also, kann ich mit denen. Achso. Ja, das ist blöd. Muss mit denen irgendwie jetzt erstmal an Land kommen. Wir hatten hier der Kunde noch nichts gemacht. Ja, ich wollte jetzt eigentlich keine Station angreifen, aber ich weiß gar nicht, warum das immer kommt. No village was ever ruined. Ja, ja, wir arbeiten zusammen, machen wir schon. Ich glaube, ich bin die einzige Pan-Elsen Corporation. Na, komm. Was haben wir hier? Kreuzer. Oha. XP ist abgeschlossen. Hat das Wrack eines abgeschossenen Satelliten geworden. Nach seinem Sturz aus dem Orbit war er noch relativ intakt, sodass viel Wetter aus dem Orbit geboren wurde und ihre Stadt hier ein Bonus von 80 Prozent gewährt wird. Erwünschte Tun. Man siegt in einem Schreckgeschichte erst, wenn die Gegenseite glaubt, die eigenen Ideen wären die ganze Zeit ihre gewesen. Ja, klingt sehr gut. Weisheit und Glauben brachten unsere Vorfahren dazu, Schiffe zu bauen, um den Raum zu durchkreuzen und uns hierher zu bringen. Möge uns die Vorsehung eines Tages zu ihnen zurückführen. Tja, Sterbeloch. Okay. Gut, dann machen wir hier auf jeden Fall mal die Questentscheidung. Mit unserem neuen Legierungsschmelzwerk können wir viel schneller produzieren als je zuvor. Es gibt zwar viel Titan auf dem Planeten, aber wir können die Einsatzmöglichkeiten noch erweitern. Unsere Ingenieure haben ein Verfahren entwickelt, in dem sich Titan einschmelzen und mit anderen Ressourcen verbinden lässt. So lässt sich entweder stärkeres Titan oder mehr Titan herstellen. Was wollen wir denn? Was bringt denn stärkeres Titan? Durch Titanminen und mehr Titan bringt plus 1 plus 4 Titan-Ressource. Naja, komm, machen wir das.
So, Quest abgeschlossen. Verbesserung verfügbar. Natürlich machen wir das auch. Centurion. Sehr schön, was haben wir hier? Automatisch heilen jede Runde Einheiten zu Wasser, werden nicht geheilt. Und was ist das hier? Plus 1 Fortbewegung. Ich glaube, ich mache mal selber heilen. So, bestätigen. Und dann hier haben wir einen Räuber. Sehr schön. Ja, was haben wir hier? Gegen Lufteinheiten. Gegen Land- und Marineeinheiten. Ich würde ja sagen, das, weil ich die eigentlich mehr dann als Bomber benutzen werde. Okay, gut. So, Forschung noch wählen. Wo sind wir denn jetzt zu Hause? Was ist denn das? Servomaschinen. Kampfanzug, ja, machen wir das. Komm. Egal. Das sind ja auch nur 3 Runden. Einheit benötigt Befehle. So, kann ich denn hier? Hans Convoy, habe ich erstmal einen neuen Handelsweg? Ne, habe ich immer noch nicht. Ausruhen. Erstmal nichts tun. Würde es mir einen Angriff bringen? Ja, okay, sehr gut. Machen wir das natürlich. Boah, die haben die einfach knallhart weggeballert. So, gucken wir mal. Dann auf jeden Fall hier dahin. Da muss ich mal gucken, dass ich jetzt mit den Centurio auf jeden Fall auch mal an Land komme. Und dann kann ich auf jeden Fall auch ein paar Lufteinheiten bauen, so wie es sich auf jeden Fall gehört. Aber wie gesagt, das machen wir alles in der nächsten Runde. Bis dahin sage ich mal tschüss mit Ö.